So Leute, ich bin gerade draußen vom Auto. Hinter mir seht ihr La Défense und vor mir seht ihr eventuell L'Arc de Triomphe. Es ist sehr viel Traffic gerade. Genau, stay tuned. Wir werden euch ganz viele Videos aufnehmen. Woohoo! Es ist echt ein nices Feeling, draußen vom Auto zu sein. Aber es ist gefährlich, also nicht nachmachen. Ciao. So, was machen klassische Touris in Paris? Sie schauen sich den Eiffelturm an. Boom. Heute sind wir das erste Mal zusammen hier. Yes, zum ersten Mal zusammen in Paris. Er hat einfach angefangen zu leuchten. So Leute, hinter uns seht ihr den blinkenden Tour Eiffel. Und was heißt das? Das ist jetzt 22 Uhr. Das ist die Filo. Oh. Aber Leute, ich muss euch kurz die Reality zeigen, ja? Man denkt sich so, wow, Eiffelturm und so weiter. Aber hier gibt es leider Menschen, die gezwungen sind, kleine Eiffeltürmchen für die billigsten Preise zu verkaufen. Da hinten seht ihr, wie einer einfach mitten hier auf der Kreuzung schläft. That's reality. Wir vergessen das bei dieser wunderschönen Ansicht leider nicht. Good morning in the morning, today's a new day. Wir sind in Argenteuil, Paris. Argenteuil, Paris und we are in the ghetto. Ratatata. Ratatata. Dieses Viertel. Aber es ist cool, es ist mega familiär. Heute sind wir bei einem Hidden Gem und zwar bei Dubai Souk oder Souk Dubai. Und hier hat uns unser Cousin hingebracht und ich bin gespannt, was es hier gibt. Verschickt. Hier gibt es auch ganz viele Bücher, Spielzeuge für Kinder. Leute, in diesem Laden gibt es legit alles, was ein Muslim braucht. Also wirklich, da gibt es von Gebetsteppichen hin zu Korans, zu Raumdüften. Also so richtig viel Zeug, auch was habe ich noch nie gesehen. Und die Preise sind abnormal. Ein bisschen auch erschreckend, aber okay. So Leute, wir haben leider sehr viel eingekauft, das war nicht geplant. Hier eine große Tüte. Hier eine zweite große Tüte. Oh yeah, oh yeah. Ein großer Karton. Ja, und wir haben keine Ahnung, wie wir das transportieren wollen im Auto, aber das wird schon alles klappen. Ja. Leute, ich habe die schönsten Outfits der Welt gekauft. Oh my lord. Oh my lord. Sind sie schön? Oh my lord, so schön. Ich habe jetzt einen Spot rausgesucht und zwar heißt dieser Spot Non-Stop. Hier ist Full House und ich bin sehr gespannt. Wir haben es bestellt, wir haben hier einmal Tandoori Chicken im Naan Brot, einmal haben wir einen Berliner bestellt. Und Pommes kommt dazu in zwei Soßen und erstmal macht es den Taste-Check. Ich mache jetzt einen Taste-Check. Alright. Also erstmal ist es ein frisch gebackenes Bananenbrot. Let's go for this. Bismillah. Mm. 1-10. Straight, so. Boah, ich gebe immer 10 von 10, ist voll traurig, aber es ist halt sehr gut. Leute, wir sind hier gerade in der Altstadt of Paris. Hinter uns sieht man ein großes Theater. Da ist Danny Kravitz. Oh yeah, whoever that is. Yeah, irgendein Amerikaner. Also das hier ist das Europäische Theater. Leute, also wir laufen jetzt hier kurz über die famous Dings, wie heißt das hier? Zebrastreifen. Und dann auf der anderen Seite seht ihr La Seine und die wunderschönen Boote. Und da drüben ist der Louvre verborgen, da hinten. Das können wir jetzt aber nicht machen, weil es ist schon sehr, sehr spät geworden. Heißt, wir begeben uns jetzt gleich nach Hause, schlafen gemütlich und hoffen, dass wir morgen nochmal hier vorbeikommen. So, guten Morgen, guten Morgen. Kenna und ich sind jetzt gerade raus. Wir sind in Argenteuil. Es ist der erste Weihnachtsfeiertag und wir checken ein paar Spots ab, in der Hoffnung, dass was offen hat. USA, gull, 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 gull. So hart. Also härter hätte man nicht verfehlt. So, wir gehen jetzt in die Innenstadt. Ja, yeah, boi. Oha, wie riesig ist dieser Spot hier.
Drei Sitze nebeneinander. Wir planen es jetzt erstmal schön zu frühstücken. Wir haben nämlich nichts gegessen. Wir holen uns eine schöne heiße Schokolade und ein Croissant. Willkommen zu Saint-Germain-des-Prés. Ohne Schüttern vor, gell? Liebe geil gemacht. Da steht ein bisschen kleine Informationen drauf. Bienvenue à Paris. So Leute, wir sind angekommen in dem Spot, in dem ich sein wollte. Hier Louis Vuitton und hier Café de Flore oder Flore oder was auch immer. Das Café, wo ich rein wollte, hat eine sehr lange Schlange. Let me show you. Ich stehe bis da vorne hin. Aber ich hoffe, es wird sich lohnen. Ich sage euch ehrlich, das ist ein Instagram-Trend. Und deswegen dauert das auch so lange. Also alle sind hier am Warten. Und Kenna und ich haben uns überlegt, einen anderen Hidden Gem auszuprobieren. Weil wenn alle hier warten, warum sollte man nicht zu einem Café gegenüber gehen, wo es vielleicht gar nicht so voll ist. Hier vorne gibt es zum Beispiel dieses Louise. Ist überhaupt nicht voll. Sieht vom Ambiente her sehr, sehr schön aus. So, why not? Was ist der Unterschied? Warum sollte man nicht hier sitzen? Genau. Wir haben tatsächlich nur 5 Minuten gewartet, also judgen wir das jetzt mal nicht. Wir sitzen jetzt hier, wir haben uns entschieden draußen zu sitzen, einfach weil es, ich glaube der Vibe auf die Straße zu schauen ist cool. Ja. So Leute, wir haben uns jetzt mal die Karte angeschaut und ich werde mir ein Chocolat Spezial nehmen und Kenner nimmt sich ein Croissant au Beurre. Ich glaube, ich nehme auch ein Croissant. Ich wollte irgendwas anderes ausprobieren, aber ich glaube, ich mache so richtig Stani Croissant und heiße Schokolade. So, wir sind typisch französisch unterwegs. Ein Croissant, eine berühmte heiße Schokolade. Erstmal mit einem schönen Ausblick. Und eine glückliche Esma. Kenan macht, wie es wäre, so Murka von Tajin oder so. So macht man es. Quelle vertrauen mir, Bruder. Quelle vertrauen mir, Bruder. Schmeckt's? Liebe. Ey, das schmeckt so buttrig und zerfällt so richtig schön. Der Kakao schmeckt richtig schokoladig. Es ist dunkle Schokolade. Kein Zucker. Und kein Zucker drin. So, Leute. Ich gehe jetzt mal hier runter. Ich wollte aufs Klo gehen, aber leider, das hätte ich nicht erwartet. Die Toilette ist eine einzige Katastrophe. Dafür, dass das hier so beliebt ist. No go. Auf jeden Fall hier Full House. Überall. Full. Alright, Leute, wir haben jetzt in diesem chilligen Café gegessen und getrunken. Croissant 10 von 10. Heiße Schokolade 11 von 10. Aber Toiletten ekelhaft. Drinne Atmosphäre ekelhaft. So richtig Massenproduktion. Es ist halt wirklich so ein Instagram-Café. Also ich habe es auf Instagram gesehen. Ich habe gesehen, oh, das geht voll ab. Okay, dann gehe ich da auch hin. Katastrophe. Ich hasse es, wenn Spots so full sind. Und da waren halt nur Touris. Das heißt, ich empfehle es nicht, wenn man nur zum Chillen nach Paris kommt, um zu genießen, dann geht da nicht hin. Und don't do that. Wenn ihr diese französische Atmosphäre wie in dem Film wollt, dass ihr draußen sitzt, an so einer Ecke oder so, es gibt so viel Cafés wie am Meer. Genau, also, zahlreiche. Jetzt kommen wir an Livre. Ich habe einen Tourguide bestellt. Hier, ici, vous pouvez voir le Louvre. Le building, ils sont gros et trop old. C'est très incroyable. Trop old. Oui. Wisst ihr, was das Beste an Sehenswürdigkeiten gibt? Was das Beste an Sehenswürdigkeiten ist? Sind immer Bänke, wo man sich schön hinsetzen kann und die Aussicht genießen kann. Esmas Fotografie-Skills und Videoskills werden appreciated. Deswegen wurde sie hier als Fotograf eingestellt. Deswegen checkt ihr Instagram ab. Party People, wir sind beim Louvre! Wow. Tatsächlich, ich war noch nie hier. Ich war auch noch nie da. Premiere vor. Erstes Mal. Leute, wir haben gerade hier reingeschaut in die Pyramiden. Die Pyramiden. Richtig cool. Hier ist richtig voll, richtig busy, ganz viele Touris. Ja. Wie fandest du dein erstes Mal hier im Louvre? Sehr amüsant und sehr entspannt. Lüge. Was für Lüge?
Digga. Ich hab mal Lisa gesehen, was ich mehr. Hast du sie gesehen? Boah, du musst faken, wo die Kamera ist. Wir haben Mona Lisa gesehen. Ja, Mona Lisa. Wie war sie? Hey, warum guckst du andere Frauen an? Hey, sag nicht sowas zu Mona Lisa. Leute, ich hole mir fresh Crepe mit Banane. Nutella? Natürlich ja, Nutella-Banane, sorry. Ein klassischer Pariser Crepe. Oh yeah. Und was sagst du? Ey, ich habe einen französischen Crepe avec du Chocolat et du Banane. Und schmeckt der wenigstens? Schmeckt französisch. Aha. Schmeckt gut, schmeckt wirklich gut. 100 Kilo Nutella hat er drauf gemacht. Und eine ganze Banane. Ja, Mann. So, wir sind gerade hier in der Innenstadt unterwegs. Leute, guckt euch bitte diese fancy, schmelzy Apartments an. Stellst du dich auf? So, wir waren am Tour Eiffel gerade und sind jetzt auf dem Weg zu einem Restaurant. Wir laufen durch wunderschöne Straßen und Gässen und genießen unseren Tag. Wir sind jetzt gerade hier an der Champs-Élysées. Es glitzert und blinkelt und alle sind so draußen und happy, happy vibes hier. Richtig schön. Okay, Leute, wir sind jetzt gerade hier in einem super geilen Store und wir haben gerade bestellt. Und ich bin sehr, sehr, sehr excited. Es sieht sehr vielversprechend aus. Wir haben hier einen Double Smashed Burger. Mit richtig geilen Pommes. Oh yeah, oh yeah. Und bei dir, was ist das hier? Mit Bacon, aber es sieht nicht aus wie Bacon. Leute, wir haben so Hunger und der Burger war so geil, dass wir direkt Runde 2 gemacht haben. Oh yeah. Oh yeah. So, Kenan. Hey. Wie fandest du das Restaurant? Ich würde es so geben. Also wir hatten ja da drin schon über andere Burger gesprochen, die uns gefallen haben. Und waren es solide 7 okay. von 10. Also ich fand es sehr, sehr lecker, sehr, sehr cool. Vor allem, weil wir gerade in Champs-Élysées sind. Und einfach ein Restaurant gefunden haben, das halal ist. Also ich bin sehr glücklich. Die Burger waren ein bisschen klein, deswegen mussten wir noch einen weiteren bestellen. Ja. Kenan und ich haben jeweils einen halb gegönnt. Aber es war sehr, sehr lecker. Was geht ab? Wir sind jetzt bei der Champs-Élysées. Jetzt macht dieser Automat meine Wasser hier rein, wenn ich es nicht kriege, wallah. Nein, Alter, nein, komm, mach nicht diesen. Ich habe 6-2 eingegeben. Nein, Digga, das ist der größte Scam. Da kommt nichts raus. Ja, wir sind gerade im Bus, fahren zur Tante. Ohne Witz, die Busfahrer hier arbeiten ehrenamtlich. Ich habe gesagt, unser Bahnticket, wir haben ein Ticket gekauft, ja. Aber ich habe es dann reingeschoben, es hat dann rot geblinkt, aber hat den Fahrer gar nicht gejuckt. Der so, aber juckt ihn nicht. Alle steigen einfach rein. So, wir sind jetzt vom Bus ausgestiegen. Wir sind K.O. Ja, wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Bye!